Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Ersatz-Zweipolquelle. In dieser Folge lernen wir zunächst einmal das Prinzip der Ersatz-Zweipolquelle kennen, erinnern uns dann noch einmal an die Quellenumwandlung und schauen uns dann ein Beispiel dafür an. Wir hatten in den letzten zwei Folgen uns mit linearen passiven Netzwerken beschäftigt, das heißt also Netzwerke, in denen keine Quellen drin sind. Heute kommen wir zu Netzwerken, in denen tatsächlich auch Quellen drin enthalten sind. Spannungsquellen, Stromquellen, also all diese Sachen. Wichtig ist, Quellen, die wir hier betrachten, müssen linear sein, also wie das gesamte Netzwerk. Unter diesen Randbedingungen gilt, dass wir, wenn wir an zwei beliebigen Knoten in diesem Netzwerk hineinmessen, das gesamte Netzwerk als Zweipolquelle betrachten können, also als reale, lineare Quelle. Und das ganze Netzwerk sich dann so verhält, wie die lineare, reale Quelle, die wir schon kennengelernt haben. Das heißt, wir können für dieses Netzwerk eine Leerlaufspannung definieren, einen Kurzschlussstrom und einen Innenwiderstand. Beides können wir aus verschiedenen Sachen messen. Wir können zum Beispiel tatsächlich eine Kurzschlussmessung machen, um den Kurzschlussstrom zu messen oder zu berechnen. Wir können eine Leerlaufspannung messen. Wir können den Innenwiderstand messen. Dazu müssen wir dann alle Quellen deaktivieren. Und je nachdem, welche Kombination wir erhalten, auf jeden Fall reicht es, wenn wir zwei dieser bekannten Größen einer realen Quelle messen, Leerlaufspannung, Innenwiderstand, Kurzschlussstrom, zwei davon reichen, dann können wir den dritten ausrechnen. Ja, und des Weiteren behalten wir im Kopf, dass wir eine reale Spannungsquelle genauso gut als reale Stromquelle darstellen können, wie wir ja schon in einer vorherigen Folge gelernt haben. Das heißt, wir können also die Spannungsquelle in eine Stromquelle umrechnen, unter der Voraussetzung, dass in beiden Fällen die Leerlaufspannung gleich ist, der Kurzschlussstrom gleich ist und der Innenwiderstand sogar auch den gleichen Wert hat, mit dem Unterschied, dass wir bei einer realen Spannungsquelle den Innenwiderstand in Serie zur Quelle annehmen. Und bei einer realen Stromquelle nehmen wir den Widerstand parallel zur Stromquelle an. Beide Darstellungen sind gleichwertig und beide Darstellungen können gleichwertig ein komplettes Netzwerk beschreiben. Das heißt, wenn wir von außen an den zwei Punkten messen, etwas anschließen, so können wir nicht unterscheiden, ist es jetzt eine reale Stromquelle, eine Spannungsquelle oder ein umfangreiches Netzwerk mit verschiedensten Spannungs- und Stromquellen und Widerständen. Wir schauen uns das mal an einem vergleichsweise einfachen Beispiel an. Nehmen wir mal an, als Beispiel für ein lineares Netzwerk hätten wir dieses Netzwerk, bei dem also eine Spannungsquelle angeschlossen ist an zwei Widerstände, die in Serie geschaltet sind, also praktisch einen Spannungsteiler bilden. Und an dem Widerstand R2 machen wir die Ausgangsklemmen an, an denen wir messen. Und wenn unsere Regel denn dann richtig ist,
dann können wir praktisch diese Kombination von Spannungsquelle und zwei Widerständen ersetzen durch eine Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand. Und dazu machen wir zunächst einmal eine Leerlaufbetrachtung. Wir schauen, wie groß ist die Leerlaufspannung. Die ist natürlich nicht U1, wie die innere Spannung in unserem echten linearen Netzwerk, sondern wir müssen tatsächlich ausrechnen, wie groß ist die Spannung an dem Widerstand zwischen diesen beiden äußeren Knoten, wenn dann nichts angeschlossen ist. Und dazu müssen wir ja, wie wir hier sehen, praktisch die Spannungsteilerregel anwenden, denn die Spannungswelle U1 ist ja an der Serienschaltung von R1 und R2 angeschlossen. Das heißt, wir haben dann also im Leerlauf eine entsprechend niedrigere Spannung als die Spannung U1. Als weiteres könnten wir jetzt praktisch den Innenwiderstand bestimmen, indem wir von außen messen und die Spannung deaktivieren. Wäre Möglichkeit 1. Aber noch einfacher in diesem konkreten Fall hier ist es, eine Kurzschlussmessung zu machen. Das macht die Sache nämlich wesentlich bequemer. Wenn Sie sehen, hier bei einem Kurzschluss wird der Widerstand R2 sozusagen komplett kurzgeschlossen dadurch, dass nämlich die äußeren Klemmen miteinander verbunden werden. Und der Strom durch R2 ist dann 0. Wir können ihn vernachlässigen. Und wir brauchen dann einfach den Kurzschlussstrom ausrechnen aus U1 geteilt durch R1. Das heißt, damit bekommen wir sehr bequem den Kurzschlussstrom und damit dann auch mit der Leerlaufspannung und dem Kurzschlussstrom den Innenwiderstand. Wir sehen hier, es gibt nicht unbedingt eine feste Regel, in welcher Reihenfolge wir jetzt das Ganze berechnen. Das ist dann vielleicht auch dem scharfen Auge meistens geschuldet, ob wir die Leerlaufspannung ausrechnen, den Kurzschlussstrom oder vielleicht den Innenwiderstand. Je nachdem, was bequemer ist, aber dazu müssen wir einfach ein klein wenig üben, um damit so ein bisschen Erfahrung zu bekommen dann. Ja, wie gesagt, wenn Sie dann Spannung und Strom ausgerechnet haben, können Sie auch den Innenwiderstand bestimmen. Damit möchte ich jetzt zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.